Und der zweite Tag der Summaery steht an. Gestern habt ihr schon mit Max in die ein oder andere Ecke geschaut. Und heute ist Freitag und heute dürfen wir mit mir hinter die Kulissen von verschiedenen Veranstaltungen blicken. Wenn ihr euch schon bei Max gefragt habt, warum wir dieses Mal ein so komisches Mikrofon haben, es ist einfach so, es ist Summaery, das heißt, alle Studenten leihen alles aus, was geht. Und da waren wir ein bisschen zu spät dran, deswegen können wir heute nicht unser stylisches Hauraus-Mikrofon haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns nicht abschrecken lassen und sind hier heute bei der Oma. Wenn ihr euch fragt, was Oma bedeutet, das bedeutet Other Music Academy. Und da werden wir heute reinschauen und die Werke des experimentellen Radios bewundern. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Los geht's! Wir stehen hier jetzt vor dem Plakat der Veranstaltung und ich wollte euch bloß mal sagen, wie toll ich das finde. Ich meine, schaut euch das an, Hörgeräten. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber ich bin ein riesen Fan davon. Und man hat uns gesagt, dass im ersten Stock noch mehr abgeht als im Erdgeschoss, also gehen wir da jetzt einfach mal rauf. Man hat hier quasi 6 verschiedene akustische Hörstationen, die alle mit binauralen Klängen arbeiten. Und jetzt erkläre ich erstmal, was binaural bedeutet. Das ist so ein ganz bestimmtes Aufnahmeverfahren, meistens über Kunstkopftechnik oder Originalkopftechnik. Und man muss sie später über Kopfhörer abhören, sonst hat man den Effekt nicht. Und der Effekt ist folgender: Man hat einen extrem realistischen Raumklang. Also wenn ich so mache und ich höre das später über Kopfhörer ab, dann habe ich das Gefühl, jemand schnipst über mir, rund um mich herum. Im Prinzip gibt es 6 Stationen, die mit verschiedenen Sachen spielen. Also zum Beispiel ASMR-Klänge. Das sind ganz unerforschte Emotionen oder so eine Art unerforschtes Kopfkribbeln, was ausgelöst wird, wenn ganz nahe Klänge, also wenn man zum Beispiel das Klackern von Fingernägeln auf einem Glas oder eine Bürste und das ganz nah am Ohr von einem Menschen macht, dann kann es passieren, dass er so ein wohliges Kribbeln im Nacken bekommt. Dann gibt es eine andere Station, Brainwaves, also Gehirnwellen. Das sind quasi, auf jedes Ohr wird eine leicht verschiedene Frequenz geschickt. Dadurch entsteht im Gehirn das Gefühl von Schaukeln oder eine Art Welle. Das wird für Meditation oder Beruhigung eingesetzt. Interessanterweise empfinden das manche aber auch als grauenhaft und anstrengend. Also das ist je nach Person komplett verschieden, das Empfinden. Und die Idee ist auch von diesen Stationen, dass die Leute vermerken, was sie fühlen und was sie mit den Klängen assoziieren. Okay, unsere letzte Station ist hier jetzt vor der B11 und hier können wir beobachten, wie der scheue und nachtaktive Informatiker aus seinem Versteck herauskommt und seine Arbeiten hier präsentiert. Sonst kriegt man ja nicht viel mit von ihnen, sie schleichen mal in der B11 rum, aber was sie eigentlich machen, wissen wir nicht und genau deswegen sind wir heute hier. Wir sehen jetzt im Prinzip hier dieses 3D-Modell des Tals. Die Ausschnitte, die wir hier gescannt haben, in einer sehr hohen Skalierungsstufe, die wir hier einstellen können über dieses Touch-Interface. Und man sieht halt, dass hier Inhalte
drüber schweben können, wie dieser Baum jetzt, aber halt auch drunter. Und man kann sich halt um diesen Tisch drumherum bewegen, jeder unabhängig von dem anderen. Also ich kann hier rumgehen und wir sehen trotzdem immer noch eine korrekte 3D-Welt. Wir können uns halt geometrisch darüber unterhalten. Also eigentlich wie, als ob wir jetzt über einen realen, ein reales Modell reden, irgendwie ein Holzklotz oder so. Ich kann halt auf irgendein Detail zeigen und Sie sehen meinen Finger an der richtigen Stelle. Also eigentlich total banal, technisch aber sehr aufwendig zu realisieren. Rausler, das war jetzt die Summaery 2015. Wir haben viel gesehen, viel erlebt und jetzt lassen wir noch den Abend mit schönem Grillen ausklingen und wir sehen euch vielleicht bald wieder, auf jeden Fall spätestens im neuen Semester. Bis dann!